Willkommen zurück hier am Samstag zum zweiten Teil der Reihe, der Videoreihe über Frauen mit nach Hause nehmen am Tag. Heute habe ich das Live-Flirt-Video dabei, wo du siehst, wie ich eine Frau am Tag innerhalb kürzester Zeit unter 40 Minuten, und das wäre noch kürzer gegangen, mit nach Hause nehme. Kurzes Hinweis zu diesem Video: Ich habe dir die Sachen. Du siehst nicht super viel von dem Live-Flirt, einfach deswegen, weil es da nicht super viel zu sehen gibt. Ich habe dir die wichtigsten Stellen rausgeschnitten, an denen du wirklich siehst, was du machen musst, um die Frau mit nach Hause zu nehmen. Also viele Teile des Gesprächs sind einfach komplett belanglos und in diesen Momenten passiert auch wirklich nicht viel. Ja, da werde ich noch mal im Video genau darauf eingehen, aber das war ein tatsächlich komplett normales Gespräch, in dem ich überhaupt nichts Besonderes gemacht habe, bis auf diese manche Stellen, die du sehen wirst, wo ich dann wirklich den nächsten Schritt gegangen bin. Und das sind die Stellen, die du sehen musst, das sind die wirklich wichtigen Stellen und deswegen habe ich dir die mitgebracht. Kurz bevor wir durchstarten, im ersten Link in der Beschreibung kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Wenn du so etwas, wie du gleich siehst, auch selbst lernen möchtest, kannst du dich auf dem ersten Link in der Beschreibung oder hier oben auf dem Infopunkt für ein Coaching bei mir bewerben und dann schauen wir mal, ob Coaching für dich das Richtige ist und ob wir zusammenarbeiten werden. Jetzt starten wir durch ins Video und die erste Szene habe ich dir einfach mal den Opener mitgebracht, also die Gesprächseröffnung ist nicht besonders spektakulär. Ich habe kurz irgendwas zu ihrem Style gesagt, sie ist Englisch, deswegen wirst du Untertitel sehen, die ich dahin gemacht habe an den wichtigen Stellen und dazu nochmal das Gespräch. Wir konnten uns kaum verständigen. Also Englisch war so schlecht, dass wir uns kaum verständigen konnten und deswegen war es eine richtige Anstrengung, das so hinzubekommen. Tatsächlich, ich fand es auch sehr, gerade die ersten Minuten fand ich super anstrengend, mit ihr zu reden. Hat sich dann über die Zeit gebessert. Auch als sie dann bei mir zu Hause war, wurde es dann besser. Aber sehr, sehr schwierig. Ich zeige dir erstmal die Eröffnung und dann zeige ich dir gleich die wirklich wichtigen Kernszenen und erkläre sie dir. Nicht erschrecken. Hi. Hi. Geh ruhig weiter, du hast ja einen verrückten Style. Are you English? Yes. English, really? Ah, you have a crazy style. Das war der Opener und jetzt kommen wir zu der eigentlich interessanten Stelle. Das Ganze passiert ungefähr 11 Minuten später. Wir haben ein bisschen geredet und ich merke, okay, das Reden geht mir langsam, also langsam wird es mir langweilig so, ich möchte den nächsten Schritt machen. So, und jetzt kommt das wirklich Entscheidende. Ich möchte dir die Szene erstmal zeigen und dann sprechen wir danach darüber. Ja, yeah, listen up. I want to go cook something. If you want, you come, come along. You can accompany me. We can cook something together. Like right now. Like if we have a time for like an hour or an hour and a half. Something like that. If you are not a bad cook, I cannot work with a super bad cook. You? I cannot work with a super bad cook, so you have to be at least a decent cook. Yeah, I figured that you wouldn't understand decent. You have to be able to cook something to cook with me. Today? Yeah, today. Like right now. Are you in? Let's go. Jetzt hast du die Szene gesehen und das ist der Moment, wo ich sie halt dazu bringe, mit zu mir nach Hause zu kommen, wo ich dafür sorge, dass wir zusammen nach Hause gehen. Das erste, was ich sage, ist, dass ich was kochen gehen möchte, was essen möchte und dass sie mich gerne begleiten kann. Jetzt. Okay, ich sage, wir machen das jetzt. Und dann sage ich, wenn sie 1 oder 2 Stunden Zeit hat. Das heißt, das Erste, was ich hier mache, ist ihr ganz klar zu sagen, wir machen das jetzt und wie viel Zeit sie ungefähr braucht, weil ich will halt checken, hat sie überhaupt so viel Zeit, nicht, dass wir dann auf der Hälfte des Weges umkehren müssen, weil sie merkt, oh, jetzt muss sie ganz dringend irgendwo hin, sondern ich möchte vorher erklären, hat sie denn auch 1-2 Stunden Zeit? Und ja, offensichtlich hat sie Zeit. Und dann merke ich, und das siehst du vielleicht auch im Video, dann merke ich, dass sie so ein bisschen verwirrt ist und so ein bisschen, also sie ist absolut unsicher, da irgendwas zuzusagen. Und dann mache ich Folgendes, dann qualifiziere ich sie tatsächlich. Also ich bin ja mit dieser Frage nach dem Kochen relativ weit vorgestoßen. So, und das hat sie ein bisschen verunsichert. Ist ja ganz klar, ist ja auch eine krasse Sache jetzt mit einem Typen, einfach so nach 11 Minuten Gespräch mit nach Hause gehen zum Kochen. Und deswegen relativiere ich das dann und bin dann so, ah, das geht aber nur, ich kann dich nur mitnehmen, wenn du auch was kochen kannst, so, wenn du ein einigermaßen guter Koch bist. Ja, also ich qualifiziere sie und sage so, ja, ja, aber ich nehme jetzt nicht jede Frau mit, sondern nur jemand, der gut kochen kann, kommt mit zu mir. Ja, das hat den Vorteil, dass sie dann merkt, also das hat den Vorteil, also wenn du Leute vor eine Auswahl stellst, wenn du Leute sagst, hey, das kann jeder oder nicht jeder, ich koche nicht mit jeder Person, dann kann sie sich sicherer fühlen und hat nicht mehr den Gedanken so, ich würde jetzt jeden Tag Frauen mit nach Hause nehmen zu mir von der Straße, was ja auch nicht der Fall ist so.
Genau, und das kommunizierst du der Frau damit. Ich finde das immer sehr, sehr gut, wenn die Frau zum Beispiel unsicher ist, dann ein bisschen das Ding umzudrehen. Ja, angenommen, die Frau ist unsicher, was jetzt den nächsten körperlichen Schritt angeht, sei es küssen, sei es mit ihr schlafen. Und dann finde ich es immer sehr effektiv, wenn man das so ein bisschen umdreht. Und das könntest du auch beim Küssen machen. Du willst sie küssen und sie ist so, ah, ich bin mir nicht sicher. Und ich so, ja, wir können es auch nur küssen, wenn du eine gute Küsserin bist. So, ich kann keine schlechten Küsserinnen küssen. Also das Ganze so ein bisschen umdrehen, das zeigt einfach, hey, es muss nicht unbedingt sein, ich bin nicht komplett bedürftig danach, also ich muss jetzt nicht alles in der Welt dafür geben, dich mit nach Hause zu nehmen. Ich möchte es dir mal so zeigen, das ist ganz wichtig, weil indem du sagst, hey, komm mit zu mir nach Hause, wir kochen, das ist so viel Interesse. So, und dann ist sie so, wow, krass viel Interesse, und dann schraube ich es ein bisschen runter und bin so, aber nur wenn du eine gute Köchin bist. So, ja, und das versteht sie dann nicht. Sie versteht decent nicht. Also decent bedeutet einfach einigermaßen gut, in dem Fall einigermaßen gute Köchin. Das versteht sie nicht. Und dann sage ich zu ihr, ja, du musst irgendwas kochen können, um mit mir zu kochen. Also ich qualifiziere sie. Ja, du musst ein bisschen was kochen können, um mit mir zu kochen. Und dann fragt sie, jetzt? Und ich sage, ja, jetzt bist du dabei. Und dann siehst du, wie sie sich so ein bisschen so, und sie macht so, so. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte ja mal ein Video darüber gemacht, über Widerstände und über Nein sagen der Frau. Ich habe dir mal ein Video darüber gemacht, warum du die Worte der Frau nicht super ernst nehmen solltest. Also das ist so einer von diesen Momenten, wo du Führung übernehmen musst. Wenn sie, das hier ist ja so, das heißt ja vielleicht. Das heißt ja in unserer deutschen Sprache körperlich gesehen kommuniziert vielleicht. So, vielleicht heißt das. Und dieses vielleicht kannst du einfach in ein Ja verwandeln, indem du führst. Ja, wenn sie da jetzt so stünde, so, nein, auf keinen Fall. Nein, so, gut. Dann könnte ich vielleicht dagegen arbeiten, könnte mir mehr Zeit lassen, könnte es später nochmal probieren. Aber dann hätte ich erstmal enormen Widerstand bekommen an der Stelle. Man kann dranbleiben, ja, ein bisschen länger mit ihr reden und das nochmal probieren. Kann man machen. So, ich habe ein vielleicht bekommen an dieser Stelle. Also, Und das sagt mir einfach, hey, übernimm bitte jetzt mal Führung. Ja, wenn die Frau so ein bisschen vielleicht unsicher, dann ist es immer dein Moment, Führung zu übernehmen. Und dann sage ich, let's go und gehe einfach los. Also los geht's und dann gehe ich einfach los. Ja, das hast du ja in dem Video gesehen. Ja, also ganz, ganz wichtige Kernszene. Nochmal zusammengefasst. Ich sage, wir gehen jetzt kochen, sage ihr, wie viel Zeit wir brauchen. Sie sagt da nichts zu, also gehe ich davon aus, sie hat die Zeit. Dann wirkt sie ein bisschen unsicher, dann qualifiziere ich sie und ziehe das Ganze so ein bisschen zurück. Im Sinne von, ich kann aber nur mit dir kochen, wenn du eine gute Köchin bist. Ja, das versteht sie nicht, dann wiederhole ich das nochmal, dann versteht sie das. Und dann fragt sie, jetzt? Und dann ich so, ja, jetzt, wir gehen jetzt. Und sie ist so, und dann frage ich sie, bist du dabei? Und sie ist so, nein. Und dann erkenne ich an dieser Stelle, und das kannst du auch an der Zukunft erkennen, bei Dates, bei allen Situationen mit Frauen, diese Frau braucht einfach nur Führung in diesem Moment. Und dann gebe ich ihr diese Führung. Ja, ich übernehme einfach die Führung und sage, okay, los geht's. Ja, du kannst an dieser Stelle nicht darauf warten, dass die Frau losgeht. Wenn du sowas machen willst, wie Frauen am Tag mit nach Hause nehmen, dann musst du sehr, sehr, sehr viel Führung übernehmen. Ja, du musst die Sache führen. Die Frau macht das nicht von sich aus. Frauen machen im Dating-Prozess sowieso sehr wenig von sich aus. Und so eine, ich sag mal, extreme Sache, weil das doch eine der extremeren Sachen ist, eine Frau von der Straße am Tag mit nach Hause zu nehmen, ist eine der extremsten Sachen, die man machen kann, würde ich sagen. Eine der ungewöhnlichsten Sachen. Und um das hinzubekommen, musst du starke Führung übernehmen. Ja, und das hast du ja gesehen. Ich bin nicht, ja, wir können ja vielleicht jetzt losgehen. Ich bin, let's go. Und dann gehe ich auch los. Ja, also ich gehe einfach los und sie folgt mir dann. Und ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass auch wenn du zum Beispiel eine Frau anhältst, wenn du die Frau anhältst und selbst nicht anhältst, dann hält sie wahrscheinlich auch nicht an. Aber wenn du die Frau anhältst und selbst stehen bleibst und anhältst, hält die Frau wahrscheinlich an. Gleiches Schema hier. Ich gehe einfach los und dann folgt sie mir tatsächlich. Also ganz, ganz wichtiger Schlüsselpunkt. Ab irgendeinem Punkt im Gespräch musst du dann halt den Move machen und musst den nächsten Schritt gehen. Das ist ungefähr so wie zum Beispiel die Frau zum ersten Mal küssen, wo du dir denkst, oh nein, das ist der nächste Schritt und ich traue mich nicht. Und auch hier, du musst dich halt trauen, du musst halt wirklich überzeugt von dem sein, was du da sagst, und da muss halt Führung hintersitzen. Ja, da kannst du nicht halbarschig rangehen. Weil wenn die Frau ist schon so, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, so, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen, und dann kannst du halt nicht sein, okay, vielleicht, dann ich bin auch nicht ganz sicher, sondern da musst du sicher sein, du musst krasse Führung übernehmen. An dieser Stelle ist das
enorm wichtig. Das heißt, immer wenn du eine Frau sozusagen mit sich selbst hadern siehst, kannst du, darfst du als Mann Führung an dieser Stelle übernehmen. Es geht halt in meiner Welt, das, wie gesagt, kann man anders sehen. Es geht in meiner Welt nicht darum, eine Frau nach Hause zu führen, die mir stundenlang Widerstände gibt. Also das kann man machen, ja. Das würde ich aber nicht machen, das wäre mir viel zu nervig, da hätte ich gar keinen Bock drauf, weil ich generell Zeit mit Leuten verbringen möchte, die offen dafür sind, auch Zeit mit mir zu verbringen. Das kann man machen, absolut. Ist einfach nicht in meiner Welt, ist einfach nicht mein Ding. Ja, wenn es dein Ding ist, ist es ja vollkommen in Ordnung. Und deswegen die Frau war so vielleicht und dann Führung übernehmen und dann ist sie auch mit mir mitgegangen. Jetzt blende ich dir nebenbei so ein bisschen so eine Szene in der U-Bahn ein. Ist einfach nur, du hörst jetzt nichts, sondern du siehst uns einfach nur in der U-Bahn. Das ist halt der nächste Schritt. Ich bin mit ihr in der U-Bahn. Da passiert jetzt einfach nichts Spannendes vom Gespräch. Also du hast vielleicht schon Gespräche von mir gesehen und die waren tausendmal spannender als dieses Gespräch. Wir konnten uns ja kaum richtig unterhalten. Wir haben uns tatsächlich nur, und das will ich an dieser Stelle mal sagen, fast nur über informative Sachen unterhalten. Also keine Ahnung, darüber, wo sie herkommt und über Berlin, also wir haben, es war auch kein flirtiges Gespräch, es war nicht großartig flirtig. Ja, meine Gespräche sind normalerweise schon sehr flirty, das war einfach kein so flirty Gespräch, weil das auch teilweise nicht ging, weil viele meiner Stilmittel, wie Ironie und Sarkasmus, dafür war ihr Englisch einfach viel zu schlecht, um das zu verstehen, deswegen bin ich sehr, sehr basic geblieben. Und das ist die nächste Sache, die ich dir hier sagen will. Vielleicht denkst du jetzt, um eine Frau am Tag mit nach Hause zu nehmen, brauchst du die krassesten Sprüche und den krassesten Flirt. Aber das war eines der normalsten und vielleicht langweiligsten Gespräche, das ich jemals geführt habe. Also wirklich, wo nicht viel passiert ist, so ein richtiges Standardgespräch. Und trotzdem habe ich sie mit nach Hause genommen. Das ist auch der Grund, warum ich dir hier jetzt nichts einblende, also warum du jetzt hier nebenbei keinen Ton siehst, weil es gibt einfach nichts, was du da hören müsstest. So, es passiert einfach nichts Spannendes in diesem Gespräch. Es ist einfach ein ganz normales Gespräch und das reicht in 90% der Fälle. Das reicht in 90% der Fälle bei den meisten Frauen. Also du musst nicht der super krasse Flirtkünstler sein. Wenn du deine Flirtfähigkeiten verbesserst, ist das super, aber du brauchst nicht, so viel brauchst du nicht, um das hinzubekommen. Deswegen kannst du auch ganz entspannt an die Sache rangehen. Jetzt siehst du doch mal eine Szene, wo ich mit der Frau ins Haus gehe und dann schließe das Ganze sozusagen ab. Schauen wir uns erstmal die Szene an. Okay. So, du hast die Szene gesehen. Ich habe ein bisschen mit meinem Kameramann kommuniziert, weil ich das so, wir mussten das sehr spontan alles regeln, dass das funktioniert. Ich habe ihn dann sozusagen als Mitbewohner, als Hausbewohner mit in mein Gebäude genommen. Ja, das habe ich alles so im Flug improvisieren müssen. Wenn du das natürlich machst, brauchst du dich nicht um deinen Kameramann zu kümmern. Das ist nochmal ein Vorteil. Aber auch hier wieder, weißt du, ich sage zu ihr so, bei der Ampel los geht's, über die Ampel und dann, wenn wir abbiegen müssen zu mir zu Hause, sage ich, hier geht's lang. Also ich bin dann nicht so, das ist auch wieder Führung, ich bin dann nicht so, ja gut, wir müssen jetzt vielleicht mal da lang, sondern hier geht's lang, sondern schließe ich auf und sage ihr, komm rein. Also das sind, ich rede in Imperativen, ich rede in Befehlsform, nämlich komm rein, hier geht's lang. Einfach um die Führung zu übernehmen, weil ich habe die Führung ja bereits übernommen. Sie ist es bereits gewohnt, dass ich führe. Das hat sie ja da an der Stelle mit dem Kochen bereits sich angewöhnt, sage ich mal. Und das mache ich hier jetzt einfach weiter. Es ist halt komisch, wenn du dann wechselst und ich bin jetzt einfach, komm rein, ja, komm einfach rein. Und du siehst, ich bekomme hier an der Stelle keinen Widerstand. Es kann sein, dass du an dieser Stelle Widerstand bekommst und das ist auch nicht so unwahrscheinlich. Und dann kannst du einfach entspannt sein, bist so, hey, alles gut. Entspannt, wir kochen einfach nur, mach dir keinen Kopf oder so. Oder du gehst dann vor Ort mit ihr dann einkaufen erstmal, um noch ein bisschen mehr Zeit mit ihr zu verbringen und gehst dann mit dem Einkauf zu dir, wenn du nicht direkt zu dir gehst. Also ihr holt einfach ein bisschen was zu essen oder so, ein bisschen was zu trinken, was zum Kochen. Und dann gehst du halt direkt danach zu dir mit ihr und dann hast du noch ein bisschen mehr Zeit mit ihr verbracht. Also immer, wenn du Widerstände bekommst, dann wirklich. Also es kommt darauf an, wie die Widerstände sind. Ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt. Wenn sie so ist, so, ich bin mir nicht ganz sicher, dann solltest du stark führen. Aber wenn sie wirklich so blockiert in diesem Moment, ja, wenn sie wirklich so nein und sie möchte gerade nicht und sie ist nicht vielleicht, so, vielleicht, sondern sie möchte gerade nicht, dann sei verständnisvoll, sei so, hey, ist kein Problem, mach dir keinen Stress, das ist alles super entspannt, wir kochen nur und quatsch erst noch ein bisschen mit ihr, verbring erst noch ein bisschen Zeit mit ihr an dem Ort, wo du jetzt bist und danach geht's weiter. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel das mit dem Kochen machst und vor der Tür stehst und sie will nicht mit reinkommen, dann geh mit ihr erst einkaufen, hab mit ihr so eine kleine Shopping-Experience, hab Spaß beim Shoppen, so, und dann habt ihr auch schon die Sachen und dann kocht ihr natürlich auch logischerweise. Das führt da ja auch hin. Ja, wenn man Sachen zum Kochen kauft, dann ist es ja auch logisch, dass man dann kocht. Also das nächste Mal, wenn ihr da vor der Tür steht, wird sie dann wahrscheinlich einfach mit reinkommen und nicht sagen, oh nein, ich will doch nicht, weil ihr habt ja auch schon eingekauft fürs Kochen jetzt. Also jetzt zieht es natürlich auch durch. Und das heißt, immer wenn du Widerstände bekommst, dann kannst du einfach entspannen, die Widerstände anerkennen,
mehr Zeit vergehen lassen und das dann nochmal probieren. Und wie gesagt, das ist eine Zeitfrage, wie viel Zeit du investieren willst. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Zeit und probiere die mit nach Hause zu nehmen, und wenn du halt mega viele Widerstände bekommst und es zeitlich nicht passt, dann lässt du es halt einfach und tauscht die Nummer zum Beispiel. Genau, das kann man eben ganz unterschiedlich machen. Aber wenn du Widerstände bekommst, dann schau, ist es mehr so ein Vielleicht und Unsicherheit, dann starke Führung. Wenn es eher ein Nein ist und sie hat da eher Widerstand gerade, dann den Widerstand anerkennen und kein Problem, mehr Zeit mit ihr verbringen und dann diesen Schritt nochmal versuchen zu gehen. Ja, wenn du jetzt vor deiner Tür stehst und sie will nicht mit rein, dann setz dich mit ihr noch irgendwie kurz ans Wasser oder setz dich mit ihr noch kurz in den Park, quatsch noch ein bisschen mit ihr und dann geht ihr nochmal. Dann sagst du irgendwann, hey, komm, jetzt habe ich echt Hunger, lass losgehen, und dann gehst du halt wieder los, so wie du es auch im Video gesehen hast, und übernimmst da Führung und gehst dann einfach mit ihr zu dir nach Hause. Das ist eigentlich das ganze Video. Wie gesagt, dieses ganze Gespräch ging ungefähr 40 Minuten lang, ist die Aufnahme. Du hast jetzt Teile davon gesehen. Das liegt nicht daran, dass ich dir irgendwas vorenthalten möchte, um es dir dann später zu verkaufen oder so. Das liegt einfach nur daran, dass wirklich nichts Spannendes in diesem Gespräch passiert ist und ich auch keinen Bock hatte, dieses ganze Gespräch zu untertiteln, wo da sowieso überhaupt nichts passiert. Ja, du würdest nicht viel lernen, indem du dieses Gespräch siehst. Die wichtigen Sachen habe ich dir hier in das Video reingepackt. Und deswegen versuch einfach mal gerne selbst Frauen auf der Straße nach Hause zu nehmen. Dazu muss ich sagen, manche Frauen sind auch kategorisch nicht bereit zu sowas. Das gibt es auch. Und dann hast du halt, also wenn die so von ihrer Einstellung sind, ich küsse den Mann beim dritten Date, und das ist wirklich ihre feste Überzeugung, dann wirst du wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit nicht dafür sorgen, dass sie mit zu dir nach Hause kommt. Es ist nicht unmöglich, aber ich gehe davon aus, wahrscheinlich eher nicht. Und meine Philosophie ist einfach, und das musst du selbst wissen, ich habe keinen Bock, gegen unendlich viele Widerstände anzukämpfen. Also wenn ich merke, die Frau ist gar nicht offen für diesen Schritt, dann werde ich den Schritt auch nicht mit ihr gehen. Wie gesagt, das ist eine Stilsache, das ist auch eine Zeitfragesache. Habe ich im letzten Video schon mal gesagt, mach das mal, lern mal, mit Widerständen umzugehen für eine Zeit. Das sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Ja, also sag nicht immer, oh nein, die Frau wollte ja nicht wirklich, deswegen habe ich einfach an der Stelle aufgegeben, weil Tim hat das gesagt. Sondern geh ruhig mal über die Widerstände, aber das muss nicht permanent passieren. Ja, wenn du das immer mal wieder machst, wenn du immer mal wieder über Widerstände gehst und dich da an den Grenzen stellst, das ist vollkommen in Ordnung. Du musst nicht wie so ein Affe auf Zwang die ganze Zeit durch alle Widerstände pushen, denn das ist auch einfach für dich anstrengend, und da kannst du besser Zeit mit Frauen verbringen, die dir nicht so viele Widerstände geben, mit denen hast du wahrscheinlich eine spaßigere Zeit. Schön, dass du dabei warst. Da auf dem Fall kannst du den Channel abonnieren, aktiviere auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Unter mir kannst du dir die drei mächtigsten Anziehungsschalter runterladen, die du auf jeden Fall kennen solltest, um sowas, wie ich dir gerade gezeigt habe, hinzubekommen. Unten rechts kannst du ein Video schauen, das ich dir empfehle und das dir persönlich weiterhelfen wird. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.